Battlemania Champions League, Rap oder Stirb. Die Saison geht weiter. Wir haben das dritte Match für euch. Diesmal sind wir wieder in Berlin und wir haben zwei Leute, die richtig Hunger haben. Und zwar Mighty P gegen Nidal Nip. Straßenstil direkt aus Berlin-Neukölln gegen den Straßenstil direkt aus Hannover. Wer die beiden verfolgt, dem wird nicht entgangen sein, dass die sich stetig steigern, von Battle zu Battle immer besser wurden. Und ich glaube so fest daran, dass am 7. Oktober wir alle den besten Nidal Nip und den besten Mighty P erleben, den wir je gesehen haben. 7. Oktober, prägt euch dieses Datum ein, seid pünktlich, 20 Uhr ist Einlass, sichert euren Eintritt. Und ob dieses Battle judged oder unjudged ist, wird wie immer kurz davor bekannt gegeben. Hallöchen Rap-Deutschland, euer Lieblingsjoker, Mr. Goethe steht persönlich wieder da. Und ich dachte mir, so nach anderthalb Jahren Abstinenz kann ich mal wieder ein paar Punchlines schreiben. Und da dachte ich mir, suche ich mir doch direkt mal so einen kleinen Conscious-Kanacken aus. Und ich glaube, den haben wir gefunden. Ey, oh Mighty P, der Loser der Nation, Alter. Ich hoffe, du rufst diesmal die beste Leistung deines Lebens ab, damit man sich das Band noch wenigstens einmal angucken kann, du Spasti, Alter. Wir haben ja gesehen, dass du ordentlich austeilen kannst. Ne? Jetzt wollen wir mal wissen, wie du so mit dem Einstecken drauf bist. Ne? Weil ich sag dir jetzt mal ganz klar was, Alter. Battle hin, Battle her, Tabus gibt's nicht, aber ich bin dein Gegner. Ja? Nicht meine Mutter, nicht meine Freundin, die ich sowieso nicht habe. Meine Tochter hat damit nichts zu tun. Hier geht's um mich. Und wenn du zerficken willst, dann zerfick mich. Ja? Und nicht irgendwas anderes. Und dann sehen wir mal, ob du in der Liga mitspielen kannst, du Spasti, Alter. Ey, du hast doch mein Battle gegen Dave gesehen. Ach, du hast es ja sogar gejudged, Alter. Dann weißt du doch, was dich erwartet. Was ist los mit dir? Du willst gegen mich battlen, Alter? Hast du viel gezogen oder was? Ja, ich will gar nicht zu viel reden. Am 7.10. lassen wir Taten sprechen. Und dann werden wir sehen, wie froh. Für alle Leute, die nicht vor Ort sein können, haben wir natürlich wie immer unseren Stream. Geht auf livestream.hiphop. Hier unten irgendwo findet ihr den Gutscheincode und seid dabei.